Willkommen zurück zum Mass Effect Legendary Edition. Warte. So, wir sind hier angekommen. Whatever. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach rein. Was soll ich ja sonst machen? Hallo? Was ist das? Vielleicht sollte ich auch gleich noch mal eben speichern, denn das habe ich eben gerade nicht getan. Normalerweise speichere ich eigentlich immer nach einem Part. Was habe ich vergessen? Okay. Aber da ich da gerade schon rote Punkte gesehen habe. Und ich mal vermute, dass ich nichts mit den Augen habe. Was zur Hölle ist das? Das sieht echt eklig aus. Ja klar. Punkte habe ich im Übrigen auch schon bei der Crew verteilt. Das hat gar nichts gebracht. Bart verwandelt den nächsten Gewehrschuss in einen explosiven Partikelball. Aha. Da kommen immer mehr, da kommen immer mehr. Schäfer wurde getroffen. So gut wie neu. Ah, Shepard. Sie heilt sich nicht. Warum nicht? Okay, egal. Ich versuche die erstmal hier wegzukriegen. So gut wie noch. Schon klappt das nicht so richtig. So, ist jetzt Ruhe hier? Kann losgehen, Commander. Alter, geht's dir gut? Okay. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Es sieht gerade nicht so aus, also schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Hinten ist eine Tür. Ach komm, hier gibt's doch bestimmt was zu holen, oder? Oder nicht? Die Mucke. Nichts? Echt? Das ist enttäuschend. Naja, es gibt Schlimmeres. Bei weitem. Okay. Hier dürfen wir ran, ist das nicht schön?
Okay, danke. Oh. Oh je. Okay. Das war zu schnell. So, jetzt. Ja, okay. Aber. Dann geht's hier lang. Was anderes bleibt auch nicht mehr über. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Pharos. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Aha. Okay. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Ach nö! Feuer eröffnen! Los, los, los! Hätt's mir ja denken können. Ehrlich, ey. Weißt du, erst Scheiße bauen und sich dann der Verantwortung entziehen, das ist echt geil. Und dann gleich noch andere Leben mitopfern, ne? Das hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, das klappt so auch nicht. Ehrlich gesagt. Die zweitklassigen Söldner von Exogeny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Ja. Super. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Ja, ganz offensichtlich. Hätte es dazu eine Alternative gegeben? Also, das hätte ich jetzt gern gewusst, ob das auch hätte anders enden können.
Naja, klar, natürlich hätte es eine Alternative gegeben. Die Alternative wäre gewesen, ich hätte das Geld angenommen. So, und hätte sie laufen lassen. Es ist aber so in dieser Form einfach nicht richtig. Natürlich ist ein Feuergefecht eine genauso beschissene Lösung. Nun gut, okay. Dann haben wir alles hier erkundet, oder? Nee, hier. Ja, okay. Ach man, warum muss denn das immer so enden hier? Was soll denn das? Das ist doch... Ist doch nicht normal. Goodie, wir gehen jetzt erstmal raus. Und dann gucken wir uns weiter... Also auf diesem Planeten gucken wir uns nicht weiter um. Das ist auch ziemlich huckelig hier. Sehr huckelig. Sehr bergig. Weiß gar nicht, ob man das so sagt. Okay. Dann gehen wir hier erstmal raus und dann zurück zur Normandy. Ja. Gehen wir hier erstmal raus. Ja, warte, Fanuri könnte man erkunden. Atmosphäre weist Spuren von Kohlendioxid und Helium auf. Die Oberfläche besteht vornehmlich aus Silikaten, die mit Eisenoxiden durchgezogen ist. Das liegt nahe, dass diese Welt einst eine sauerstoffhaltige Atmosphäre gehabt hat. Angesichts des verhältnismäßigen jungen Alters des blauen Sterns Caspian und der beachtlichen Gravitation Fanuris muss die Veränderung mit erstaunlicher Schnelligkeit eingetreten sein. Vielleicht als Ergebnis einer Naturkatastrophe. Weitere Forschung ist erforderlich. Und wir finden Gold. Okay. Gibt es nichts? Antigua ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Spuren von Natrium verdunkeln seine Atmosphäre. Unter den bekannten Planeten ist er einer der wenigen mit einer synodischen Periode von mehr als einem halben Jahrtausend. Oh, turianische Insignien gefunden. Beim Scannen von Antida haben sie eine Reihe funktionsloser Gefechtstürme im Orbit des Planeten gefunden. Das Aufklärungsteam konnte einen der Gefechtstürme bergen und an Bord bringen. Tali hat die Waffen demontiert und dabei die Insignien des Katan-Außenpostens gefunden. Aha. Gehen wir hier wieder raus. Und das ist aber schön so, von der Farbe her. Klotanka, okay, ist eine große Welt von geringer Dichte mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenmonoxid. Die Planetenkruste besteht aus Schwefel und unbedeutenden Silikaten. Gelegentliche Vorkommen von Schwermetallen, die gewöhnlich die Folge von Meteoriteneinschlägen sind, überziehen die gesamte Oberfläche. Durch den heißen blauen Stern Caspian entfachte extreme Winde stellen eine ständige Gefahr dar. Das Eintauchen in die Atmosphäre ist gefährlich. Außenmissionen sind nur... Achso, sind hier kaum durchführbar. Okay. Iridium. So, und jetzt haben wir das hier noch, ne? Alles andere hatten wir, glaube ich.
an Bord gehen. Cornucopia, okay. Die Cornucopia ist ein menschliches Modul-Lastschiff der Kolon-Klasse. Obwohl das Raumschiff offensichtlich führungslos umhertreibt, sendet es kein Notsignal aus. Exolar Shipping Sonnensystem, okay. Weiß ich nicht, wir gucken mal. Oh. Tja. Ich hatte diese beiden hier eben mit, ne? So kämpferisch sind die ja alle nicht so extrem. Ich nehme mal Ashley mit. Und dann nehme ich Tali mit. Okay. Ja. So bestimmt gleich wieder Randale, oder? Achso, nee, es geht nur da lang, okay. Hallöchen. Oh, warum sieht denn das so komisch aus? Oh, hier gibt's garantiert. Haben die Schilde verloren. Das ist. Husks. Im Schiff wimmelt es wahrscheinlich von dir. Ja, ja. Wir werden wohl kaum noch überleben können. Gott. Da sind aber noch zwei, drei. Oh, die steht ja wieder auf. Habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Mach sowas nicht. Hi. Ploppen hier einfach so auf. Das ist aber nicht schön. Vor allem kann ich mich ja gar nicht richtig umschauen. Ja, hier, da. Haben wir. Nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Oh Gott, ich werd gefressen! Was war denn das? Na gut, immerhin. Achso, können wir eigentlich Punkte verteilen? Das kann ja immer nicht schaden. Ist ja eine gewisse Zeit immer mit denen unterwegs. 13 Stück. Also 13 Punkte. Dann machen wir mal das hier. S5 kann bestimmt auch nicht schaden. Ja. Jetzt die Frage, was besser ist. Ich mach's mal so. So, und das Ganze nochmal. Eieieiei.
blöd, sich hier in der Ecke drängen zu lassen, ne? Ah! Ashley, du darfst auch gerne schießen. Tatsächlich. So. Oh Gott, ey, wie soll ich denn rauskommen? Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Ist ein bisschen labyrinthartig hier aufgebaut. Ja, den hatte ich auch im Visier. Sonst waren sie jetzt schneller. Jetzt bin ich bereit. Jetzt ist sie bereit. Ist das nicht schön? Da ist noch einer. Jetzt bin ich bereit. Was ich mich frage ist... Shepard, was ist das? Muss ich denn hier lang? Ah! Schilde sind unten. Aua. Das war gemein. Okay. Also ich würde zumindest ganz gerne bis zum Ende laufen. Oh, kleine Versammlung hier. Das ist ja nett. Oh, 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 oh. Ich kann mich schon wieder nicht heilen. Das ist echt doof. Danke. Wird eingeschaltet. Oh, ho, ho. Schaut mal, was da hinter uns kommt. Aber wo komme ich denn hier raus? Ich werde gleich mal speichern, wenn das Gefecht hier vorbei ist. Müssen wir hier auch einfach rein.
ich kann nicht speichern. Das ist aber hässlich. Doch, jetzt kann ich speichern. Okay, dann mache ich das mal eben. Damit ich das nicht alles wieder von vorne machen muss, falls ich jetzt doch hops gehe. Da. Okay. Laut des Logbuchs war das Schiff draußen beim Perseusnebel. Offenbar haben sie eine Art Alien-Artefakt gefunden. Sie haben es an Bord geholt und dann? Das ist seltsam, Shepard. Sie haben einen Kurs eingegeben, der direkt in den Perseusnebel führte. Als wollten sie von den Geth gefunden werden. Was steht da denn noch? Die Einträge danach ergeben nicht mehr viel Sinn. Es ist, als wäre der Captain langsam verrückt geworden. Hier steht nichts darüber, wie sie wieder ins Gebiet der Menschen kamen. Die Geth haben sie in Husks verwandelt und das Schiff da platziert, wo man es finden würde. Sie wollen uns zeigen, was mit Organischen passiert, die dumm genug sind, in den Nebel zu fliegen. Okay. Kann ich da jetzt nochmal ran oder quatscht ihr dann dasselbe? Laut des Logbuchs war das Schiff draußen beim Perseusnebel. Offenbar haben sie eine Art Alien-Artefakt gefunden. Sie haben es an Bord geholt und dann? Ja, ja. Das ist seltsam, Shepard. Alles gut. Alles gut. Haben sie in Husks verwandelt und das Schiff da platziert, wo man es finden würde. Sie wollen uns zeigen, was mit Organischen passiert, die dumm genug sind, in den Nebel zu fliegen. Und das ist alles? Dafür habe ich mich jetzt hier durchgekämpft und jetzt muss ich auch noch da wieder zurück? Also, ich meine, ja klar, das ist eine Information, aber trotzdem. Ah, hier sind diese komischen Dinger, woran die Menschen aufgespießt werden, bevor sie zu Husk werden. Ja, okay, dann ist das so. Dann würde ich sagen, verschwinde ich mal wieder von hier, wa? Und ich hoffe, ohne Probleme. Das wäre schon echt reizend. Ich habe nur noch ein Medigel. Ah. Okay. Gut. Okay, dann würde ich aber auch sagen, dass wir uns das nächste System, wo wir, glaube ich, auch noch eine Mission haben oder einen Auftrag, erst im nächsten Part anschauen. Das ist dann sonst doch ein bisschen zu lang, nicht? Okay, gut, alles klar. Dann verabschiede ich mich hier und wenn man mag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.